Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gehe ich auf einen Videowunsch von Oma Q ein. Ihr erinnert euch bestimmt alle noch an das Ende von Rise of the Titans. In den letzten 5 Minuten sahen wir, wie Jim in der Zeit zurückreiste und alle Geschehnisse auf Anfang drehte. Doch er veränderte sein Verhalten und veränderte damit auch die neue Zukunft. Er ist mit Zielen und vor allem mit Wissen in die alte Zeit zurückgereist. Heute soll es mal darum gehen, welche Dinge anders verlaufen könnten, als sie ursprünglich abgelaufen sind und zu welchem Resultat das führen könnte. Dafür schauen wir uns zunächst an, was sich direkt am ersten Tag geändert hat. Die erste Sache ist nicht so bedeutend. Jim und Toby kommen nämlich garantiert zu spät, da Jim hier erst um 8 Uhr aufsteht. Aber naja, das hat auch nicht wirklich Relevanz für die Geschichte. Wichtiger ist, dass Toby es geschafft hat, das Seil hochzuklettern und die Glocke zu läuten. Diese Athletik wird er später auch noch brauchen. Denn das wohl Wichtigste ist, dass hier Toby der neue Trolljäger ist. Außerdem beschleunigt Jim die ganze Sache mit den Beziehungen. Auch wenn das mit Strickler noch interessant werden sollte, denn er ist ja immer noch böse. Aber ihr habt sicherlich noch nicht vergessen, dass er in Zeitreise aus der zweiten Staffel von Trolljäger ja es auch geschafft hat, ziemlich schnell Strickler auf seine Seite zu ziehen. Aber jetzt beginnen wir doch mal damit, was sich ändern könnte nach diesem Tag. Zum einen ist dabei natürlich wichtig zu beachten, dass Jim weiß, was passiert. Wahrscheinlich ist er direkt nach dem Vorsprechen für Romeo und Julia zu Toby gefahren, um Blinky und Ark zu treffen und ihnen alles zu erzählen, damit sie planen können, wie sie am nächsten Tag mit Buda umgehen. Dabei werden sie ihm entweder aus dem Weg gehen und noch während des Tages nach Treumarkt gehen oder sie stellen Buda eine Falle. Ich glaube kaum, dass sie allen davon erzählen würden oder dass sie Dral davon überzeugen könnten, ihnen zu helfen, weswegen sie Buda wahrscheinlich vorerst aus dem Weg gehen würden. Ich glaube jedoch, dass Blinky, Ark und Wendell Jim glauben würden, nachdem er ihnen alles erzählt hat. Auch wenn wir in dem Traum von Jim, wo er von Merlin in die Zeit zurückgeschickt wurde, gesehen haben, dass nur Strickler ihm geglaubt hat. Allerdings ist es ja diesmal so, dass Toby der Trolljäger ist, dass diese Sache sie am Ende überzeugen wird. Eine Frage, die ich mir stelle, ist, inwieweit Jim die Ereignisse verändert und damit spätere Ereignisse ebenfalls verändern würde. Denn sie haben das ultimative Übel ja schon bereits bezwungen. Natürlich haben sie auf dem Weg dahin Dral, Strickler, Nomura, Nari und sogar Toby verloren. Wahrscheinlich würde er verhindern, dass Erik entführt wird. Er könnte also dafür sorgen, dass niemand jemals in das Düsterland muss. Dementsprechend könnte auch niemand Morgana und Engaroth wiederbeleben. Jim kennt ja auch die Gestaltwandler, die sie ausschalten müssten, um diese Sachen zu verhindern. Ein Minus wäre dann jedoch, dass Clara niemals an den Schattenstab kommen könnte. Außer Strickler wird genauso schnell bekehrt wie in Jims Traum. Und er führt Clara zu dem Stab, ohne Engaroth dabei freizulassen. Ich meine, sie wird wahrscheinlich erstmal wieder in den Stab brauchen, um das zu trainieren, aber sie könnte auf jeden Fall in ihre Kräfte wiederkommen. Ob sie sich vor dem Angriff von Morando und König Artus rüsten können, wäre dann eine wichtige Frage. Doch ohne dass das ursprüngliche Amulett dieses Mal zerstört wird, könnten Jim und Toby zusammen jeweils mit einem Amulett gegen Balrog kämpfen und so im Idealfall unbeschadet die Zukunft gestalten können. Auch wenn sie nach alledem immer noch Ganma, Engaroth und Morgana besiegen müssten oder die Bedrohungen für zukünftige Generationen bestehen lassen müssten. Aber diese sollten dann alle mit nacheinander im 1 gegen 1 auch besiegt werden können. Ich meine, Toby hat ein Amulett, Jim hat ein Amulett, die werden beide gut ausgebildet sein, weil Jim hat immer noch seine Fähigkeiten. Clara sollte die Schattenportale wieder können. Ark wäre noch dabei, Blinky, Dral wäre potenziell noch am Leben. Ich glaube, da hätten sie ziemlich gute Chancen. Auch wenn natürlich Morgana schwierig zu töten wäre. Aber sie wissen ja auch, wie es geht mit dem Schattenstab. Von daher sehe ich da nicht wirklich die Probleme. Das war es auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Falls ihr so ist, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Falls nicht, einen Daumen nach unten. Da bitte nicht die konstruktive Kritik in den Kommentaren vergessen. Und an sich würde ich sagen, wenn ihr noch selber Videowünsche habt, könnt ihr diese gerne noch in die Kommentare schreiben. Ich gehe darauf sehr gerne ein, gerade weil mir zurzeit generell so ein bisschen die Themen ausgehen. Aber jetzt würde ich sagen, habt ihr noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao. Leute.